grüß Gott, ich will ein Mini-Haul machen. Das ist wirklich eigentlich ein kleiner Haul. Zumindest habe ich nicht so viele Sachen, die ich euch zeigen kann. Obwohl ich mir einbildet habe, ist mein mehr. Aber ich will das Video unbedingt machen, weil die Sachen stehen da in der Ecke mir so im Weg. Und das nervt mich. Deshalb habe ich mir gedacht, mach mal das Video lieber. Ich zeige euch als erster den hier. Das ist ein Türstopper, den ich aber nicht hinstellen kann, weil der Sparky den die ganze Zeit haben will. Ja, das ist ein Igel. Ich weiß, ich bin voll verrückt. Aber ich wollte den unbedingt haben, weil ich fand den sowas von süß. Der ist wirklich sowas von süß. So, fangen wir mit der ersten, mit dem ersten Sackerl an. Als allererster, ich habe mir diese Ohrringe da gekauft, da war ich mit der Lin unterwegs. Die sieht man leider jetzt so schlecht. Das sind Herzerl, die haben Außensteine und Innensteine. Und ich finde, die passt so gut zu der Kette, weil eben das auch so ein Roségold ist. Dann haben die Lin und ich sich im Partnerlook, also habe ich für die Lin und mich besorgt, beziehungsweise gekauft, weil wir waren unterwegs, Mickey Mouse Ohrringe. Die sind ja sowas von genial, deswegen musste ich die mitnehmen. Dann habe ich einmal mir beim DM ein Set gekauft. Da ist einmal ein Handpeeling, Lippenpeeling und ein Bodypeeling dabei mit Honig. Und ich habe schon dran gerochen und es riecht sowas von gut. Es hat 5 Euro gekostet und ich fand die Größe jetzt okay. Und Lippenpeeling, ich habe zwar urviel erkannt, aber ich finde die anderen zwei nicht. Und ich bräuchte halt eines so für da und eins fürs Badezimmer. Ich weiß die Urausrede, aber ich wollte das unbedingt haben. Dann habe ich das hier mir gekauft zum Pinselreinigen. Ich habe nämlich das von Essence und das von Essence wird schon ein bisschen komisch. Und ich habe mir gedacht, weil das geht aus dem Sortiment und es war um 7,50 reduziert. Deswegen habe ich es mir ausnahmsweise mitgenommen. Ja, ausnahmsweise. Aber ich wollte das unbedingt, ich wollte das schon länger haben, aber weil es so teuer war, es hat nämlich vorher 14,95 gekostet und deswegen habe ich es mir nie mitgenommen. Ja, und deswegen, weil es jetzt aus dem Sortiment geht, habe ich mir gedacht, okay, nehme es einfach mit. Dann habe ich mir gekauft, es gab ja diese Pac-Man LE, habe ich euch ja in einem letzten Haul gezeigt. Und da habe ich mir noch diese Eye-Patches gekauft. Da ist einmal der Pac-Man und dieser Geist. Ja, ich bereue es irgendwie, dass ich davon nur eins erwischt habe, aber wie ich mich kenne, werde ich es eh wieder nicht verwenden. Ich kenne mich ja. Ich weiß, ich habe genug Masken, aber Crememasken habe ich ja nicht so viele und deswegen habe ich mir noch welche gekauft. Es gibt da jetzt neue Limited Editions. Einmal von Müller diese Macaroon Limited Edition. Die sieht so aus. Ich finde die Verpackung so mega schön. Also da war ich wirklich ein Verpackungsopfer bei dem, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also bei dem war ich ein Verpackungsopfer. Und dann noch die beiden hier. Das ist einmal die Berry Smoothie Maske von Balea und einmal die White Chocolate. Und der White Chocolate bin ich so hinterher gerannt. Die Lin hat sich, also ich habe der Lin auch eine glaube ich, oder zwei. Ich glaube zwei habe ich hier gegeben auch. Eine habe ich jetzt schon, habt ihr in dem Maskenvideo gesehen, schon hergerichtet zum Verwenden, damit ich weiß, wie sie ist, weil ich sie unbedingt nachkaufen will, weil ich die bunkern will. Es steht ja schon wieder Limited Edition drauf, genauso wie da. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Dann habe ich mir von Müller alle Cremespatel gekauft, weil die aus dem Sortiment gehen und die waren reduziert. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber die haben nicht mehr so viel gekostet. Und da habe ich mir 4 genommen. Ja, gestört, aber was soll's. Ich sehe gerade, dass ich das mir schon nachkauft habe. In dem Aufgebraucht-Video habe ich ja gesagt, ich muss mir das wieder nachkaufen. Brauche ich gar nicht, habe ich schon. Habe ich gar nicht gewusst. Ist sehr cool, oder? Richtiges Alzheimer schon. Ich habe mir noch von Müller, gibt es ein neues Micellenwasser. Das gibt es in der blauen Variante und in der rosenen Variante. Ich wollte das unbedingt haben. Ich mag die Eigenmarke von Müller sehr gerne, das wisst ihr jetzt eh schon, glaube ich. Und deswegen wollte ich das unbedingt probieren. Ich habe noch genug Gesichtswasser, aber ich wollte das unbedingt kaufen. Aber ich habe jetzt mehr als genug, also ich sollte wirklich mal schauen, dass ich was aufbrauche, wirklich. Ich habe, wie ich mit der Lin unterwegs war, waren wir, wie gesagt, auch im DM, weil da haben wir auch die Masken gekauft. Und bei Balea gibt es ein neues Duschpeeling und mir hat schon ewig keins mehr gefallen von denen. Wirklich schon lange keins mehr gefallen, aber das da, das riecht nicht schlecht. Also in der Verpackung gefällt mir. Mal gucken, wie es dann wieder mit meiner Haut wirkt, aber die Verpackung ist auch wunderschön. Schon lange her, wo ich mir ein Duschpeeling von Balea gekauft habe. Aber das finde ich wirklich vom Duft her okay. Mal schauen, wie es dann ist, wenn ich es oben habe. Das ist ein bisschen jetzt gemischt mit Müller, DM glaube ich auch, ja, und Tiki Max. Ich habe vor kurzem so brav erzählt, dass ich mir kein Duschgel gekauft habe. Ups.
habe ich wohl wieder vergessen. Aber das fand ich so, so schön von der Verpackung her. Und das hat so mega geil gerochen. Und das ist ja eigentlich auch ein Badezusatz. Das riecht sowas von geil. Was ich mir noch gekauft habe, das habe ich jetzt draußen stehen, das habe ich vergessen. Das ist so eine Metalldose, so eine große. Wenn ich dran denke, blende ich ein Foto ein. Das ist ein Körperbuch, das wollte ich eigentlich verwenden, weil in letzter Zeit schwitze ich so stark. Ich muss immer aufpassen, dass man keine Schweißflecken sieht. In letzter Zeit ist es so schlimm, keine Ahnung wieso. Aber in letzter Zeit ist es wirklich schlimm. Und ich habe halt gelesen, dass man Körperbuch verwenden kann. Es funktioniert bei mir nicht. Es ist trotzdem gleich. Es funktioniert überhaupt nicht. Ja, das habe ich aber jetzt draußen stehen. Wie gesagt, ich versuche euch ein Foto einzublenden. Ich hoffe, ich denke dran. Und als noch anderes Zeug habe ich mir noch das hier gekauft. Ich fand die Verpackung so mega, mega schön. Also die... Und der Duft. Ich weiß, ich suche gerade Ausreden, warum ich mir das gekauft habe. Aber ich habe jetzt vor... gestern oder so war ich baden wieder nach... Das klingt jetzt voll eklig. Ich war baden... Nicht nach langer Zeit, klingt ja voll widerlich. Und ja, und mir ist ein Badezusatz abgegangen. Und jetzt kann ich ja dann das verwenden. Ich suche eine Ausrede. Merkt man's? Ja, meine Schwämme, mit denen ich mein Gesicht reinige, sind ja leer gegangen vor kurzem. Und einen habe ich ja aktuell noch. Aber ich habe beim TK Maxx auch welche gefunden. Da sind jetzt nur zwei drin für 4 Euro, was eigentlich sehr teuer war. Aber ich fand die Farbe so geil. Ihr wisst, sehr grün ist meins, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Dann habe ich mir diese feuchte Allzwecktücher, auch die für den Boden habe ich mir wieder gekauft, die liegen eh da. Die wollte ich eigentlich rausgeben in die Küche, aber die habe ich hier. Die kaufe ich mir auch wieder. Die muss ich mir heute wiederholen, weil mir die ausgehen, so schnell. Und die gehen mir zwar nicht so schnell aus, weil ich mit denen eigentlich lang auskomme, aber ich wollte die haben, weil die Limited Edition sind. Ich kleiner Chunky. Ich habe noch die mit Granatapfel und die liebe ich so und die gibt es schon lange nicht mehr. Weil ich so mit denen so lang auskomme. Was soll ich machen? Dann habe ich... Oh, ein Badezusatz. Der ist aber aus dem Sortiment gegangen. Scheiße. Also wenn ich heute unterwegs bin mit der Linda, darf ich mir bloß keinen Blödsinn kaufen heute. Ich rieche nichts. Aber ich habe es mir eigentlich genommen. Das ist dieses Aveo. Das geht nämlich aus dem Sortiment und das Aveo Kokos gibt es nicht mehr. Und das war eigentlich mein Lieblingscreme-Bad von Aveo. Und deswegen habe ich mir die kleine Version gekauft. Aber die wird eh schnell leer gehen. Das sind nur 100 Milliliter, also was soll's. Noch eine Maske von Balea. Das war auf diesem komischen Aufsteller. Da gab es nur Peel-Off-Maske und eine Gel-Maske. Das hat meine Freundin von mir geschickt. Die hat mir das bei Instagram geschickt. Und das war die einzige, die ich mitgenommen habe, weil sie mich interessiert hat. Die Gel-Maske. Mal gucken. Keine Ahnung, wie sie wird sein. Also, ich habe nur eine, also. Dann war ich ja beim TK Maxx und habe die hier gefunden. Ich habe gerade, ich ticke aus. Ihr wisst ja, ich liebe die Cream Shop. The Cream Shop Masken. Und die ist mit Pfirsich. Und ich habe, ich drehe durch. Ich habe wirklich, man sieht die so schlecht. Ich habe echt, ich drehe durch. Weil ich liebe diese Cream Shop Masken. Und ich habe, die Kokos habe ich ja jetzt nur noch. Und die, die anderen sind mir fast alle schon ausgegangen. Und deswegen bin ich so froh, dass ich eine Pfirsich gefunden habe. Na bitte, drei Sachen, dann sind wir durch. Und das ist so dreckig alles schon wieder. Deswegen wollte ich das Video unbedingt drehen, das mache ich ganz kehre. Ich habe mir schon wieder ein Duschgel gekauft beim TK Maxx. Aber das riecht so geil. Ich weiß, ich habe immer noch Ausrede, weil es geil riecht, aber das riecht wirklich geil. Ich finde, das riecht so wie das Erdbeerduschgel von... Die Fauché, wie sie in meiner Kindheit gerochen hat. Genauso, weil das hat mir meine Mama immer gekauft, weil ich sie immer mochte. Das Erdbeerduschgel von Yves Rocher damals. Und das erinnert mich exakt an das Duschgel von Yves Rocher. Deswegen habe ich es mir mitgenommen. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, weil... Oh, ich habe noch eine. Ich habe die ja so oft aufgebraucht und ich habe gehabt, ich habe gar keine mehr, aber ich habe noch eine. Gott sei Dank, ich liebe die und das ist dann meine letzte. Muss ich schauen, wann ich sie aufbrauche, weil ich habe mir jetzt extra einen Seifenspender gekauft. Der war reduziert, ich glaube um 2-3 Euro oder so. Und der ist richtig cool, der ist relativ groß und die Farbe gefällt mir auch, weil das noch nicht so ein kitschiges Ding ist. Und den kann ich euch einblenden, da habe ich nämlich ein Foto extra gemacht. So eins für Watte,
Betz habe ich mir auch gekauft, so einen Spender, weil das auch reduziert, weil ich glaube auch nur noch 2 Euro, weil das Sortiment bei uns neu gemacht wird mit diesem ganzen Spiegelbecher und den ganzen Kram. Deswegen habe ich mir das gekauft, weil ich wollte schon immer schon dieses Ding haben. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigegangen bin, wenn ich arbeiten habe ich mir gedacht, nein, du kaufst du das nicht, weil das Ding hätte 5 Euro gekostet. Ja. Aber jetzt was reduziert und jetzt habe ich es mal geleistet. Ich habe ein Foto davon gesehen. Und es steht schon im Badezimmer, weil ich habe das unbedingt umändern müssen gestern, weil da hat es ausgeschaut. Und ich habe ja die Masken geschlichtet, was eh umsonst war, weil ich ja ein Maskenvideo gemacht habe, aber egal. So, als letztes habe ich noch ein Deo von Aveo. So ist er leer gemacht, aber habe ich ja nicht gekauft. Und das ist leider auch eine Limited Edition, da unten steht. Das ist mit Melone. Schaut euch die Verpackung an. Das musste ich haben. Das ist so gestört, ich weiß. Aber ich muss mir dann noch schauen. Und Haare picken so. Ich muss gucken, ob ich mir da noch vielleicht ein paar Backups kaufe. Weil ihr wisst ja, ich liebe Melone-Duft. Und ich habe es in dem letzten Aufgebraucht-Video erwähnt, dass ich schon ewig kein Aveo-Deo mehr gekauft habe. Ich finde die Wortwahl so lustig. Aber bei dem bin ich echt gespannt, wie das ist. Weil ich habe mit einer Kollegin beim Deo-Regal geschaut, weil ich zu ihr gesagt habe, dass ich da nie stehe und nie schaue, weil es nicht meine Abteilung ist. Ich habe da den Balken, oder? Aber wenigstens passt zum Deo dazu. Sorry, voll vom Thema abgeschweift. Aber ich muss sagen, jetzt bin ich vom Ding ab. Ich kaufe es ja normalerweise immer nur vom Balea, die Deos. Und ich habe deswegen nie geschaut bei uns. Und dann hat die Arbeitskollegin gesagt, na gehen wir mal schauen. Und dann sind wir schauen gegangen und dann habe ich das gesehen und habe es mir sofort weggelegt. Und ich weiß nicht, weil ich war jetzt lange nicht mehr bei einem Regal. Und ich hatte jetzt auch die Woche Urlaub. Und ich muss schauen, ob es das noch gibt. Ich hoffe es. Weil ich möchte mir noch 1-2 Backups schon oder so kaufen von dem. Ja, war ja klar. Ja, das war's mit dem Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich habe nicht so schnell geredet. Ich habe aber noch was vor heute. Ich muss die Lin von der Schule abholen, weil ich sie versprochen habe. Und jetzt wird es langsam knapp, wenn ich mich nicht langsam in Bewegung setze, weil ich muss noch mit dem Sparky raus. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich muss sagen, ich war eigentlich brav. Also mich stört es nicht bei den Sachen, die ich gekauft habe. Die Duschgel ist eh schon länger her, glaube ich, wo ich mir was gekauft habe. Und die beim Tiki Max kann man eh nicht nachkaufen. Also finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben. Also ich bin stolz auf meinen Einkauf. Und ich muss schauen, dass ich heute nicht so viel kaufe. Aber von dieser White Chocolate Ding will ich unbedingt noch den Rasierschaum haben. Unbedingt. Mal gucken, ob ich ihn heute erwische. Wenn, dann muss ich ihn wieder für den nächsten Haul aufheben. Nein, Spaß, dann kann ich ja wenigstens beim Kauf halten das dazu. Aber das hat mich schon so genervt, dass das da rumgestanden ist. Ich habe schon 5-6 Sackerl angefangen gehabt. Also so Beutelchen da, weil ich jedes Mal was gekauft habe und das irgendwo rein dann habe. Also bei mir hat es in der Wohnung extrem ausgeschaut. Also es schaut noch immer extrem aus, aber nicht mehr so wie vorher. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!